meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Und ich glaube, dieses Video wird sehr, sehr unterhaltsam, denn ich bin ja schon bekanntlich ein bisschen länger hier auf YouTube unterwegs, 3 Jahre fast. Und in dieser Zeit habe ich über 300 Videos hochgeladen und ich dachte mir, es ist langsam mal an der Zeit und es wäre, glaube ich, sehr, sehr lustig, wenn ich mir mal ein paar alte Videos von früher reinziehe. Ich habe den Julian damit beauftragt, mir lustige Stellen aus 10 alten Videos rauszusuchen. Das hat er getan. Wenn ihr diese 10 jetzt gleich seht, habe ich das so gemacht, dass ihr einfach während des Videos draufklicken könnt, also auf die alten eingeblendeten Szenen, und dann öffnet sich das Video einfach in einem neuen Tab. Das heißt, falls ihr die Videos später nochmal in Ruhe gucken wollt, wird das Video hier nicht unterbrochen und ihr sammelt sie einfach alle oben in eurer Leiste in neuen Tabs. Außerdem verlinke ich euch natürlich alles in der Infobox, falls ihr mit dem Handy zum Beispiel unterwegs seid. Das erste Video, was er mir rausgesucht hat, ist tatsächlich mein allererstes Video. Und es war ein Frisurenvideo, Haare an der Kopfhautflechten. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt einfach mal zusammen an und beginnen einfach mal. Hallo, ich bin Bianca und drehe heute mein erstes Tutorial für euch. Ich hoffe, meine Videos gefallen euch und ihr abonniert mich alle. Ich beginne heute mit einem Haartutorial und zwar zeige ich euch, wie ihr eure Haare an der Kopfhaut flechten könnt. Viel Spaß! Erstmal, oha, wie sehe ich denn da bitte aus? Wie krass habe ich mich bitte verändert? Das ist echt creepy, wie ich in diesem Video aussehe. Hauptsache, das ist mein allererstes Video. Ich habe noch nichts hochgeladen, noch nichts auf YouTube geleistet. Kein Schwein kennt mich und ich fange erstmal an, nach Abos zu betteln. Viel Spaß! So mega ernst, kein Lachen, kein Grinsen. Jetzt kommen wir zu einem Video und ich glaube wirklich, das ist das Video von mir auf dem ganzen Kanal, was am wenigsten Klicks hat. Das hat nämlich, natürlich in Anführungszeichen, ist auch viel, aber nur knapp 33.000 Klicks. Und da zeige ich euch, wie man selber Ohrringe machen kann. Die sehen dann am Ende ungefähr so aus. Also die kann man wirklich super leicht selber machen und die sehen schick aus. Man kann sie aber auch einfach jeden Tag als Alltagsschmuck anziehen. Ich finde die wirklich wunderschön. Die hängen hier so ein bisschen runter. Ey, geile Beschreibung. Die hängen hier so ein bisschen runter. Das ist so geil. Ich versuche einfach gerade die Ohrringe wie so ein Marktschreier anzupreisen. Und ich sehe einfach so, ja, diese Ohrringe sind wirklich wunderschön. So einfach trocken, langweilig, voll monoton, voll ohne Emotionen. Ich lächle noch nicht mal dabei. Ich gucke dabei noch nicht mal in die Kamera. Schöne Ohrringe, Bianca, hast du da gemacht. Und wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? Wenn man jetzt nochmal zurückspult, ich habe einfach genau die gleiche Kette an. Und das finde ich gerade echt mega krass. Oh, sehr peinlich. Ich habe gerade gesehen, dass ich einen mega peinlichen Rechtschreibfehler im Titel gemacht habe. Ohrringe mit einem R. Hallo Bianca, das geht gar nicht, okay? Nächstes Video, und zwar eine Schokomaske selber machen. Ich weiß noch, wie ich die gemacht habe. Ich kann mich wirklich noch an diesen Moment erinnern. Bei den Augenbrauen würde ich auch aufpassen. Und am Haaransatz auch. Es tut mir leid, ich die ganze Zeit lache. Aber jetzt ist das auch noch in mein Auge gelaufen. Hauptsache, ich versuche voll professionell zu sein und versuche die ganze Zeit mein Lachen zu unterdrücken. Ey, ich musste, ich weiß es einfach noch, ich musste so lachen, weil mir die ganze Zeit die Schokolade ins Auge getropft ist und es einfach so heiß auf meinem Gesicht war und ich einfach so lustig damit aussah. Dieser Räusper. So, Bianca, jetzt beruhig dich bitte wieder. Jetzt sei wieder ernst und konzentrier dich aufs Video. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Ich einfach sage, so, das sieht ja schon ganz gut aus. Und dann brauche ich so 2 Sekunden, dann muss ich wieder mega lachen, weil das einfach so lustig aussieht. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Das sieht voll ekelhaft aus. Das müsst ihr euch wirklich mal komplett reinziehen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles in der Infobox unter am Ende. Und während das Video abläuft, einfach draufklicken. Jetzt kommen wir nämlich zu einem ganz, ganz, ganz besonderen... Ich sehe nur das Startbild hier und kriege schon voll einen Lachkrampf, ey. Jetzt kommen wir nämlich zum allerersten Video mit dem Julian. Das war unser erster Boyfriend-Take mit Outtakes. Ich bin schon sehr gespannt auf die Outtakes, wie lustig wir damals waren. Wie der Julian da aussieht. Krass. Der Julian hat sich ungefähr nochmal 100-mal mehr verändert als ich. Du magst nicht Kohlrabi? Das ist falsch. Ich mag ja gerne Kohlrabi. Du meinst bestimmt. Spinat magst du nicht. Doch, ich mag auch Spinat. Ey,
ich weiß noch, dass ich das geschnitten habe und ich dachte so bei mir, oha, das ist mega die lustige Stelle, das wird eines meiner lustigsten Videos, die ich jemals gemacht habe. Das ist ja, das ist einfach krass, wie gelangweilt wir da sitzen, wie gelangweilt der Julian da sitzt und wie schüchtern der da ist. Ey, dieses Lidschattenpaletten-Ding, das ist verflucht. In jedem Video kippt das einfach um. Okay, egal. Auf jeden Fall sitzt er einfach da so, du magst nicht Kohlrabi. So, das ist so langweilig einfach. Okay, gucken wir uns jetzt noch kurz die Outtakes vom Boyfriend-Check an. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was da so abgegangen ist. 2, 1, los! Ist ein wunderhübscher junger Kerl hier. So eine Scheiße kannst du nicht bringen. Also ich muss schon sagen, die Outtakes sind der absolute Oberknaller. Und jetzt kommen wir nämlich direkt auch zu unserer allerersten Challenge, richtigen Challenge, die wir gemacht haben. Das ist die Chubby Bunny Challenge gewesen. Mal gucken, wie wir uns da angestellt haben. Gott. Chubby Bunny. Ey, ich glaube, das ist das erste Video, wo ich Musik in den Hintergrund gepackt habe. Chubby Bunny. Oh. Auf 4, ne? Oh. Ich musste voll burgeln. Oh. Kabelbangel. Boah, ich sehe so richtig gequält aus. Okay, Leute, jetzt kommen wir zum nächsten Video. Und zwar ist das ein Intro, was ich damals mal für meinen Kanal gebastelt habe. Wir gucken uns das jetzt erstmal an und dann erzähle ich euch die Geschichte dazu. Bibis Beauty Palace. Ey, wenn das nicht mal mega professionell ist. Ich habe ohne Witz für dieses Intro locker 10 Stunden bearbeitet. Ich habe mir gedacht, so Bianca, du machst jetzt was richtig krass professionelles. Und ich habe mir so eine Mühe bei diesem Video gegeben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich nach diesem Effekt gesucht habe, dass am Ende dieses Stempelgeräusch ist und dann steht da Bibis Beauty Palace. Ich habe alles gegeben und jetzt gucke ich einfach, oha, ich habe mir selbst einen Daumen hoch auf das Video gegeben. Und jetzt gucke ich einfach die Kommentare darunter. Verdammt langweilig. Ey, könnt ihr mal bitte darunter schreiben, dass es nicht langweilig ist, das Video. Es ist zwar nur 10 Sekunden lang, aber es ist sehr unterhaltsam. Okay, oh Gott, jetzt habe ich den nächsten Tab geöffnet und jetzt muss ich schon wieder so lachen. Das ist mein allererster Vlog und ich muss dazu sagen, dass ich nicht wusste, was ein Vlog ist. Ich dachte, ein Vlog ist ein Video, wo man sich hinsetzt und einfach nur völligen Blödsinn redet. Ich weiß nicht, was ich mir bei diesem Video gedacht habe. Habe ich es geschafft? Habe ich es vielleicht doch nicht geschafft? Naja, ich habe mir gestern beim Einkaufen mit Mordshunger Spinat gekauft. Eine Packung, zwei Packungen, drei Packungen, vier Packungen und die fünfte Packung habe ich gestern schon zu Mittag gegessen. Und ich glaube gleich esse ich Spinat. Was ist das denn für eine Scheiße? Ey, ich bin gerade mega sprachlos, was ich da gemacht habe. Spinat. Wollt ihr einen Witz hören? Ja, okay, wenn ihr unbedingt wollt, aber ich sag euch jetzt schon mal, der ist nicht lustig. Also, es ist... Vielleicht ist er doch lustig. Was hat 4 Beine und kann fliegen? Ein Vogel. Jetzt hab ich mir noch falsch erzählt. Was ich jemals gedreht habe. Schaut es euch an, ich sag's euch, ihr werdet euch krank lachen. Okay, jetzt kommen wir zum nächsten Video. Mein erstes Maltag. Hallo meine Lieben, ich bin wieder am Start mit einem neuen Video. Ihr seht vielleicht eine kleine Veränderung an mir. Ich bin sehr auffällig geschminkt. Das liegt daran, dass ich heute einen wunderschönen Tag mit Boris Edgwood verbracht habe. Wie krass ist das denn? Wie sehe ich da aus? Oha! Wieso habe ich mich getraut, so mich vor die Kamera zu setzen? Kommentar. Ich habe gedacht, dass dieser Lidschatten ein Scherz ist. Sieht nicht
so schön aus. Da hat versucht jemand freundlich mir zu sagen, aber ich kann nichts dafür, ich habe es nicht selber gemacht. Okay, jetzt sind wir beim letzten Video, aber ich glaube, das ist auch eins der aller lustigsten Videos. Und zwar, damit hat eigentlich damals so alles richtig angefangen zu boomen. Mein allererstes 10-Arten-Video mit dem Julian. Das war das Video 10 Arten Schluss zu machen. Wenn ihr Bock habt, dass wir nochmal ein neues 10-Arten-Video machen, dann zeigt uns das unbedingt mit einem Daumen nach oben. Juckt's am dicken Zeh. Der Schmuck. Geht's doch nicht. Mich juckt's am dicken Zeh. Halt die Fresse. Mich juckt's am dicken Zeh. Ach Mann, weißt du, wie behindert ist, wenn ich das sagen muss? Zauber, ich will das nicht mehr abschlafen. Was sollen die Nachbarn denken? Ja, Leute, damit hat damals alles angefangen. Das war unser allererstes lustiges Comedy-Video. Ich rate euch auch, dieses Video wirklich nochmal anzugucken. Das ist so lustig. Wie gesagt, ich habe euch alle Videos, während sie ablaufen, verlinkt. Einfach draufklicken, dann öffnen sie sich in einem neuen Tab. Alles in der Infobox und gleich am Ende gibt es sie auch nochmal. Und das war's auch schon mit dem Video. Ich hatte mega Spaß und ich hoffe, dass ich euch damit auch ein bisschen unterhalten konnte. Wenn ihr noch nicht genug habt, wie gesagt, jetzt gleich gibt es eine Endcard, wo ich euch alle 10 Thumbnails drauf verlinken werde. Klickt da einfach drauf, dann öffnet sich das Video. Und für alle Leute, die übers Handy unterwegs sind, in der Infobox stehen die auch nochmal. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr ein neues 10-Arten-Video wollt, dann unbedingt Daumen nach oben. Dann werden wir uns mal darum kümmern, dass bald wieder eins kommt. Ich habe euch ganz dolle lieb und ich wünsche euch jetzt in den nächsten Stunden einfach noch sehr viel Spaß dabei, meine alten Videos zu gucken. Tschüss!